Okay. Ja, hallo. Heute haben wir wieder eine super tolle Fruchtlawinenlieferung bekommen. Und zwar 24 Kilo, die größte Trockenkostfruchtlieferung, die wir jemals gekriegt haben. Also egal von welchen Lieferanten wir bisher bestellt haben. Das ist jetzt von Fruchtlawine und der Benjamin hat meinen Tipp angenommen. Er hat den Karton beschriftet, dass der Paketdienstfahrer Bescheid weiß, was er da überhaupt eine wertvolle Fracht hat. Weil oft haben die auch ein bisschen ruppig behandelt, habe ich in anderen Videos ja schon erzählt. Das ist super gemacht, schön bemalt, kann man sich gut merken. Riesenpaket, unheimlich schwer. Was noch wichtig ist, es ist nicht alles in einem. Er hat es unterteilt in noch Einzelpakete, dass die Früchte nicht so doll aufeinander lagern und sich dabei drücken. Wir haben ungefähr 12 Kilo Kokosnuss, 8 Kilo Papayas, 1 Kilo Grenadin, dann ungefähr 1 Kilo Bananen und wir haben 2 Kilo von diesen tollen Ananas. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, was so eine Ananas zum Beispiel wiegt. Ich habe das jetzt, die wiegt sogar mehr, die wiegt fast 1,1 Kilo. Ja, und die Papaya hier, kann man sicher, die wiegt auch schon, ich habe die vorhin gewogen schon, die wiegt etwas über 1 Kilo und eine Kokosnuss war auch fast 1 Kilo. Ich weiß gar nicht, die größte hier. Und hier ist das ein übelst großes Teil hier. Wiegt 800 Gramm. Also ist schon eine super tolle Lieferung. Und verpackt sind die Papayas, damit die keine Druckstellen kriegen. Immer in diesen Kunststoffschlauch hier. Also das ist so ein Schaumpolystyrol oder Schaumstoffschlauch. Das ist zwar auch Kunststoff, aber das lässt sich nun mal am besten damit machen, dass die keine Druckstellen kriegen. Wenn die weiße Reise antreten, die wurden vor ein paar Tagen verpackt. Das Schöne ist, es gab ein Foto, das macht Fruchtlawine immer von der Lieferung schon. Das kriege ich per E-Mail vorher. Da steht auf dem Fruchtwagen, sehe ich schon ein Foto von meiner Lieferung, die kommen wird. Und jetzt habe ich es hier ausgepackt, da sehe ich selbst. Das ist total toll. Die sind so frisch, die Kokosnüsse, dass die teilweise die Feuchtigkeit noch austritt und durch die Wärme denn, wenn die hier in den Paketdienstfahrzeugen oder überhaupt unterwegs sind vielleicht, dann fängt das an, kriegt so einen leichten Schimmel obendrauf. Das ist auch nicht schlimm, die müssen halt trocken liegen, die werden auch schon vorgetrocknet und ja, die müssen natürlich als erstes getrunken und gegessen werden. So. Also wir sind total zufrieden und mal schauen. Ganz tolle Lieferung. Mal gucken, wie lange es reicht. Gut, tschüss.